Der neue Skoda Fabia hat im Vergleich zu seinen beiden eher biederen Vorgängern deutlich an Schick und Eleganz zugelegt. Scharfe Kanten und ausgewogene Proportionen zeichnen ein gefälliges Gesamtbild. Aber auch abgesehen von der Optik hat sich viel getan. Die dritte Generation ist leichter und sparsamer geworden als der Vorgänger und steht ab sofort beim Händler. Praktisch, sparsam im Verbrauch und günstig, das waren auch die letzten beiden Fabia-Generationen. Nicht umsonst ist dieses Fahrzeug Deutschlands beliebtester Import-Kleinwagen. Jetzt sieht der Tscheche auch noch deutlich besser aus. Wir wollen mal schauen, ob er das halten kann, was das Äußere verspricht. Mit 3,92 Metern ist der neue Fabia zwar um 8 mm geschrumpft, trotzdem bietet er mehr Innenraum. Dank des modularen Querbaukastens hat der Fabia mehr Innenraum bekommen, was natürlich auch den Vornpassagieren zugutekommt. Selbst ich mit meinem 1,95 Meter habe zwar nicht riesig viel Platz, aber ich passe rein und das ist eine Menge wert. Zur neuen Motorenpalette des Skoda Fabia gehören 4 Benziner und 3 Diesel, die vom Konzernbruder VW Polo stammen. Die Basis ist ein Dreizylinder mit 1 Liter Hubraum und 60 PS, der im flinken Cityflow den Ansprüchen an ein Stadtfahrzeug bereits genügt. Stärkster Benziner ist ein 1,2 Liter TSI mit 110 PS, der dem kleinen Tschechen schon einen recht sportlichen Charakter verleiht. Auch bei Kleinwagen werden Diesel immer beliebter. Skoda trägt dieser Tendenz Rechnung, indem im neuen Modell 3 Diesel zwischen 75 und 105 PS entwickeln. Der kleinste Diesel ist auch der sparsamste. Er gibt sich im Normverbrauch mit nur 3,1 Litern auf 100 Kilometer zufrieden und zeichnet sich dieseltypisch durch hohe Schubkraft schon bei niedrigen Drehzahlen aus. Alle Motoren haben Start-Stopp an Bord und erfüllen die Euro 6 Norm. Zum Thema Qualität, was man beim Fabia nie vergessen sollte, Skoda ist Teil des Volkswagen-Konzerns, das heißt, wir haben hier im Auto haufenweise VW-Teile verbaut. Das bedeutet, wir haben super Qualität und immer noch den günstigen Preis. Wer also einen vernünftigen, familienfreundlichen und auch preiswerten Wagen sucht, hat mit dem Fabia sicherlich die richtige Wahl getroffen. Mit dem Wechsel von Generation 2 zu 3 ist die Serienausstattung des Skoda Fabia deutlich umfangreicher geworden. Zum Beispiel lassen sich jetzt zahlreiche Infos sehr gut an einem großdimensionierten Touchscreen ablesen. Im neuen Fabia vermissen wir absolut gar nichts, schon mal dann nicht, wenn man darüber nachdenkt, wie die Fahrzeuge vorher aussahen. Ich habe hier ein topmodernes Entertainment-System, sogar mit Mirrorlink, das heißt, ich kann mein Telefon koppeln, kann alle Apps übers Auto steuern und nutzen, habe ein super Dashboard, habe wirklich das neueste Lenkrad, wo ich alle Bedienelemente dran habe. Der Wagen ist leise, er ist komfortabel. Ja, es ist kein Rennwagen, aber es ist ein Skoda Fabia und dafür Hut ab. In markentypischer Tradition glänzt auch der kleinste Skoda mit besonders praktischen Detaillösungen. Den Eiskratzer im Tankdeckel, der somit stets leicht erreichbar ist, kennen wir von anderen Skoda-Modellen bereits. Und der Gummigriff an der Heckklappe macht ebenfalls das Autoleben deutlich einfacher und das mit wenig Aufwand. So wird der neue Fabia dem Image der tschechischen Marke im VW-Konzern gerecht. Unsere Zielgruppe für den neuen Fabia hat sich erweitert. Ganz wichtig natürlich, unsere traditionellen Fabia-Kunden nicht verlieren. Aber darüber hinaus können wir insbesondere durch die Farbigkeit, die Variabilität sehr viele Frauen ansprechen. Und da gibt es sicherlich noch Potenziale für uns. Und durch ein ganz tolles Infotainment-System sind wir überzeugt, dass wir auch bei der jüngeren Kundschaft stärker punkten können. Auch der neue Fabia ist immer noch sehr günstig. Das Fahrzeug kostet in der Basisausstattung unter 12.000 Euro und ist somit nur 150 Euro teurer als sein Vorgänger. Man darf also jetzt schon gespannt sein, was sich Volkswagen mit dem nächsten Polo einfallen lässt. Praktisch, sparsam und jetzt auch noch schick. Der neue Skoda Fabia hat die Messlatte bei den Kleinwagen deutlich höher gelegt als bisher und das zu beinahe gleichbleibenden Preisen. Der Skoda Fabia ist nicht nur flacher geworden und breiter, was natürlich das Auto von außen wesentlich sportlicher und dynamischer wirken lässt. Er hat auch weiterhin all die Vorteile an Bord, die wir sonst vom Skoda Fabia kennen. Hinzu kommt, er fährt sich auch noch ganz hervorragend. Ich bin mir sicher, er wird in seiner Klasse punkten.